Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Video und auf meinem Kanal. Ja, es gibt Neues aus dem Moviepark. Und zwar wissen ja schon einige, dass der Moviepark eine neue Attraktion plant. Aber das kommt gleich erst. Und zwar fange ich mal mit dem Thema an, was ein bisschen, ja, was heißt erfreulicher ist. Aber dazu möchte ich auch mal gerne eure Meinung wissen. Und zwar hat der Park jetzt angefangen, die Holzachterbahn Bandit zu retracken. Dazu seht ihr jetzt Bilder im Hintergrund. Die Quelle ist von der Moviepark Backstage-Seite. Ja, den Artikel von der Moviepark Backstage-Seite packe ich euch auch in die Videobeschreibung, wo ihr auch nochmal nachlesen könnt. Es wurden jetzt insgesamt 200 Meter Strecke retracked. Also retracked heißt nichts anderes, wie dass die Strecke bzw. die alten Schienen runterkommen und neue Schienen draufgepackt werden, die dann noch zusätzlich durch so Seitenhalterung stabilisiert werden und dadurch halt den Zug ein bisschen ruhiger durch die Bahn führen soll. Ja, das hat soweit, finde ich, eigentlich ganz gut funktioniert. Und zwar hatte man früher, wo die Bahn noch nicht retracked wurde, hatte man im ersten Drop, also die Abfahrt nach dem Lift, noch so ein übertrieben krankes Rappeln und Ruckeln gehabt. Also das fand ich so unangenehm. Und wo die dann angefangen haben, die Bahn zu retracken, ist das Ganze ein bisschen, ich sag mal so, ruhiger geworden. Es ist nicht komplett weg. Man kriegt zwar immer noch den Genickbruch des Todes, aber es ist ruhiger geworden, muss man ehrlich sagen. Ob das Retracking jetzt was bringt oder nicht, ist jetzt die eine oder andere Sache. Also ich finde, so ein wirklich minimal 1, 2, 3, 4, 5% bringt es schon, aber ja, mehr, ja, eigentlich gibt es da so nichts mehr viel zu sagen zu der Holzachterbahn. Wie gesagt, die Bilder seht ihr gerade im Hintergrund von der Blogseite selber vom Moviepark. Und ja, dann kommen wir mal zu dem nächsten Thema, und zwar zu der neuen Attraktion im Park. Ja, was soll ich dazu sagen? Projekt 2017 wurde nun genehmigt von der Stadt. Die Artikel von WAZ, die das nämlich Ganze veröffentlicht haben, sind nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr euch das Ganze auch nachlesen. In dem Artikel steht auch, dass das Ganze ungefähr 45 Meter hoch werden soll. Ob es nun so hoch werden wird, weiß man natürlich noch nicht. Es sind noch keine offiziellen Details zu der Bahn bekannt gegeben worden. Das heißt, man kann auch wirklich nicht sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja, des Weiteren ist ja auch bekannt oder wurde bekannt gegeben von einer Quelle. Und zwar, ich habe das von Moviepark Infos, auch einer Facebook-Seite, die da so ein bisschen was mit Moviepark zu tun haben, wie es auch schon der Name sagt. Und zwar soll die Bahn von der Achterbahnfirma vom Achterbahnbauer MacRides stammen, die auch unter anderem Blue Fire gebaut haben. Also wie gesagt, da bin ich mal sehr neugierig, was es da für eine Bahn wird. Ob es jetzt nun ja, sowas ähnliches wird, weil dort in dem Artikel auch steht, dass es eine Gitterbauweise hat. Ob es sowas wird halt wie im Skyscream oder irgendeine andere Bahn, ich kann es nicht sagen, wie das Ganze aufgebaut wird. Im März öffnet der Park wieder, dort werde ich auch vor Ort sein und dann ein paar Videos drehen dazu, zu der Baustelle, und euch auch mal berichten, ob das Retracking, diese 200 Meter, die jetzt retrackt wurden, ob das jetzt was gebracht hat oder nicht, da werdet ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben. Ja, wir haben heute den 26.12., deswegen weiß ich nicht, ob dieses Jahr noch ein Video kommt. Damit wünsche ich euch auch ja, nachträglich frohe Weihnachten heute am zweiten Weihnachtstag und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss, euer OnRedBlock.